So, dann melde ich mich wieder. Wir waren jetzt eine ganze Zeit lang oder sind immer noch draußen im Garten die ganze Zeit. Lias ist gerade wach geworden, kriegt gerade Essen und ich habe gesagt, die soll mal kurz 2 Minuten alleine draußen sein, dass ich euch die Sachen hier mal kurz zeige, weil ich würde gern mal ja, ein paar Maschine Wäsche waschen, dass das alles mal so jetzt nach und nach wegkommt. Leute, ein klein bisschen übertrieben, aber es sind wieder 2 volle Tüten. Sorry übrigens, ich bin ein bisschen verschnupft. Ihr wisst ja, Allergie, Pipapo, fliegt gerade einiges draußen rum. Aber es geht dafür, dass heute so gut ist, sind bei uns gerade in Frankfurt, ich glaube, 24 oder 25 Grad. Also die Apps sagen, oder der Wetterbericht sagt 24 Grad und Auto und alle anderen Anzeigen haben sogar 25, 26 Grad gesagt. Aber dafür, dass es heute so warm ist und so viel rumfliegt, geht es mir eigentlich relativ gut. Also toi, toi, toi. Ich hoffe, das bleibt das Osterwochenende so. Genau, morgen früh gehen wir übrigens zu meiner Mama frühstücken. Und übermorgen am Ostermontag sind wir dann bei der Familie von meinem Freund zum Mittagessen. Genau. So, jetzt zeige ich euch mal die Sachen, die wir geholt haben. Also einmal habe ich ja hier von H&M, das war dieses Kleid, das hatte ich euch ja aber schon gezeigt. Genau, das saß obenrum. Ja, sehr, sehr, sehr locker und deswegen habe ich es jetzt nochmal in der Nummer kleiner mitgenommen. Genau. Da hatte mein Freund sich eben noch so ein Shirt mitgenommen und auch so eine kurze Hose. Die sind auch von H&M gewesen. Dann war ich jetzt bei Rossmann, habe ich ja gesagt. Genau, da haben wir einmal waren wir hier unsere Milchnahrung für den Dias. Hip. Bei Rossmann ist es halt so, dass wenn man diese Baby-App hat, man immer 10% hat, und zwar auf komplett alles. Also in der Kasse werden immer 10% abgezogen, egal ob Sachen gerade im Sale sind oder in irgendeiner Aktion oder okay, hallo Helikopter. Deswegen, es lohnt sich extrem, gerade wenn man so teure Sachen holt. Und die hatten halt gerade sehr viele Sachen im Angebot, was zum Beispiel Sonnencremes und so weiter angeht. Ich muss mal schauen, was wir noch so genau brauchen, aber ich habe jetzt auf jeden Fall mal 2 Stück hier mitgenommen. Und zwar einmal für den Lias habe ich mich diesmal für ein Spray entschieden von HIP. Wir benutzen ja eigentlich so ziemlich alles von HIP. Also Duschgel und seine Eincremesachen, beziehungsweise das Babyöl und so weiter. Mögen wir sehr, sehr gerne. Das hat Lichtschutzfaktor 50 plus. Babysanft, hautverträglich, wasserfest, ohne zu kleben. Und da ist eben auch dieses Bio-Mandelöl drin. Und das ist das, was uns so gut gefällt, also es riecht richtig, richtig lecker. Es hat halt diesen typischen Hip-Duft und ich wollte irgendwas haben, was ich ihn so einsprühen kann ganz schnell, dass er nicht zu lange warten muss und ich ihn dann schnell einreiben kann und er good to go ist sozusagen. Ja, mal gucken, wie sich das bewährt. Kann ich euch während dem Urlaub auf jeden Fall Feedback geben. Dann habe ich ja schon gesagt, dass ich eine neue Gesichtscreme für mich eben brauchte. Und zwar sind das hier die neuen von Nivea. Da gibt es 2 verschiedene Sorten. Ich habe mich eben für diese hier entschieden. Da steht jetzt Anti-Age, aber das war mir gar nicht so wichtig. Und Pigmentflecken. Das war mir wichtig. 0% weiße Sonnencreme-Rückstände. Das ist jetzt Lichtschutzfaktor 30. Ich wollte halt welche haben. Nicht speziell für den Urlaub, sondern hier in Deutschland für jeden Tag einfach. Dass wenn ich rausgehe, ich weiß, okay, ich bin irgendwie geschützt. Also sofortiger Sonnenschutz beugt Falten vor und beugt Pigmentflecken vor. Und das ist das, was mir halt eben wichtig gewesen ist. Die waren wirklich sehr, 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 sehr teuer. Ich kann euch die aktuellen Preise mal sagen. Diese HIP-Creme hat gekostet 11,95 €. Also wirklich teuer. Und diese Nivea Face Cream 8,99 €. Schon ordentliche Preise auf jeden Fall. Aber gut, sowas hält ja meistens dann relativ den ganzen Sommer. Dann haben wir hier nochmal 3 Quetschis mitgenommen. Einfach mal ein paar andere. Wir nehmen ja welche immer aus dem DM mit oder auch beim Aldi, wenn wir sind. Jetzt habe ich hier mal wieder welche mitgenommen. Apfel, Süßkartoffel und Mango und Banane, Apfel. Also einfach mal so 3 Stück. Dann habe ich jetzt mal auf Vorrat noch eine Handcreme, Handseife mitgenommen. Nicht Handcreme, Handseife.
Weil die wir gerade im Bad haben, ist die aktuelle. Und falls die leer geht, haben wir eben nichts mehr in Reserve. Deswegen habe ich mal von Esana die Mango Exotic wieder mitgenommen. Die hatte ich schon mal und es riecht einfach unglaublich gut. Also duftet hauptsächlich nach Mango, aber auch so nach verschiedenen exotischen Früchten einfach sehr, 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 sehr lecker. Deswegen ist die wieder mitgekommen. Und ich glaube, die kosten auch nur 55 Cent und da sind 500 Milliliter drin, also eigentlich genau das gleiche wie diese Balea-Handseifen, die auch 55 Cent kosten. Also es ist wirklich Preis-Leistungs-Verhältnis tipptopp. Und was mir jetzt so die nächsten, ich schätze, zwei Anwendungen leer geht, ist von Garnier mein Micellenreinigungswasser All-in-One, wo eben Micellenwasser und Öl drin ist. Das benutze ich ja immer zum Abschminken. Genau, also ich habe mittlerweile ein Abschminkwasser extra für die Augen. Das benutze, also das ist eins von Hello Body, was ich sehr, sehr, sehr gerne mag. Aber fürs komplette Gesicht, da ist es mir schon fast zu schade, das von Hello Body zu benutzen, dass mir das zu schnell leer geht, weil ich wirklich sehr, sehr viel davon benutze. Ich mache da wirklich diese großen Maxi-Wattepads richtig feucht und das, da mache ich, benutze ich bestimmt, ja, also so drei Stück wirklich voll getränkt benutze ich auf jeden Fall. Also ich bin da so ein kleiner Freak. Ich brauche da wirklich viel, um mich komplett sauber wieder zu fühlen und so weiter. Und deswegen, ja, ist das wieder mitgekommen, weil es einfach die nächsten zwei, drei Anwendungen leer ist. Dann, das sind nur meine Beutel, die ich mitgenommen habe. Dann kommen wir, naja, wir kommen fast zu Primark. Ich habe hier einmal, habe ich ja gesagt, für den Lias Schuhe mitgenommen. Bobby Shoes, in der Marke Bobby Shoes. Also ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, irgendeine spezielle Marke zu nehmen. Mir war es einfach wichtig, dass die Schuhe so aussehen, genau so. Dass sie einmal diese abgerundete Sohle hier unten haben, dass wenn er läuft, eben das ein bisschen leichter ist, gerade weil er ja jetzt erst angefangen hat. Dann wollte ich, dass es halt mehrere Öffnungen einfach hat, dass der Fuß einfach atmen kann und dass hier vorne aber das Ganze geschlossen ist, dass falls er mal hinfällt, dass er sich da nicht irgendwie an den Zehen vorne oder so wehtut. Also die sollen ja wirklich so für unterwegs sein. Wie gesagt, wir haben ja schon welche, aber die sind eher so für den Strand und zum Baden und so weiter. Oder wenn wir ins Schwimmbad gehen und so. Und die sind ja wirklich dann zum, wenn wir unterwegs sind, zum Laufen. Ja, ich finde die sehr, sehr cool. Und ja, die sind mitgekommen. Die haben aber wirklich beim Deichmann unheimlich viele Schuhe, die genau so aussehen. In verschiedensten Farben und Ausführungen und mit Glitzer und alles mögliche. Ich dachte so dunkelblau, weiß, ist relativ neutral und passt dann auch zu allem. Deswegen, ich bin da jetzt nicht so, dass ich sage, ich kaufe ihm jetzt irgendwie drei verschiedene Sandalen, nur weil es drei verschiedene Farben sind oder irgendwie sowas, wisst ihr, ich meine. Nee. Bei Mädels vielleicht, dass man sagt, ja, irgendwie so ein paar schickere und dann irgendwie, ich weiß es nicht, aber bei Jungs sage ich mir so, nö, das passt. Ich denke, das ist jetzt so für den Sommer. Ja, je nachdem, wie seine Füße halt werden, da ist auf jeden Fall vorne noch Platz. Nicht zu viel, dass es zu groß wäre, aber er ist auf jeden Fall noch Platz. Also er stößt nicht vorne dran. Soll es ja auch gar nicht, weil sonst wäre es ja zu klein. So, jetzt kommen wir aber zum Primark-Haul. Und zwar habe ich geholt das allersexyste Ding überhaupt. Wow, dass ich mir sowas mal hole, hätte ich auch nicht gedacht. Das hat sogar noch 7 Euro, es geht. Und zwar ist es so ein Unterkleid, unter, ja, das ist bei dieser Abteilung, wo ihr auch die ganzen Unterhosen findet, die man so über den Bauch ziehen kann oder diese Speckweckhosen oder diese Hosen, die dann so wie so kurze Hosen sind, dass alles ein bisschen gehalten wird. Dort findet ihr das. Und so sieht es aus, so hautfarben mit dünnen Trägern, das finde ich ganz gut. Und ja, es einfach sieht wie so ein Kleidchen aus. Hier unten hat es noch so ein bisschen Spitze. Und es ist einfach aus so einem Material, ja, was so ein bisschen stretchiger ist. Und ich habe das aus folgendem Grund gekauft. Ich wollte unbedingt ein Kleid, also so ein Unter, also sowas haben, so Spaghetti-Träger, dass ich das unter Kleidern anziehen kann, die durchsichtig sind. Und deswegen wollte ich unbedingt etwas Hautfarbenes haben. Weil wenn ich ein Kleid anziehe, was irgendwie ein bisschen durchsichtig ist und ich dann darunter ein Spaghetti-Trägerkleid anziehe, das habe ich zu Hause, wie die zum Beispiel weiß sind, dann sieht man das komplett durch. Deswegen wollte ich etwas Hautfarbenes haben. Und das gab es aber nirgendwo. Es gibt immer Spaghetti-Trägerkleider, die man drunter anziehen kann oder auch so anziehen kann. In verschiedensten Farben, verschiedensten Ausführungen, aber nicht in Hautfarben. Und deswegen bin ich halt in die Wäscheabteilung gegangen und habe halt wirklich nur das hier gefunden. Und habe es aber auch in der allergrößten Größe mitgenommen, weil ich möchte, dass dieses Ding nicht mein Body shaped oder sowas, sondern ich möchte es einfach erreichen, dass die Kleider da nicht durchsichtig sind. Zum Beispiel das letzte Kleid, das ich euch gezeigt hatte,
Von H&M. Dieses weiße, schöne, flatterige, das ist ja total luftig, locker. Das heißt, man sieht gar nicht, ob ich so ein Shaping-Teil darunter anhabe oder nicht, aber man sieht halt durch. Und deswegen würde das, glaube ich, darunter richtig gut aussehen. Ich muss das Ganze erstmal testen. Das ist zumindest meine Vorstellung. Von daher aus, we will see. Und dann habe ich euch beim letzten Haul auch ein Kleid gezeigt. Das war so mit, ich weiß gar nicht, ob es quer oder länger oder. Wie waren die Streifen denn gewesen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall dieses dunkelblaue Kleid mit den weißen Streifen, was man hier vorne so schnüren konnte. Und das fand ich so schön, dass ich das nochmal in diesem Leoprint mitgenommen habe. Schaut mal. Ihr könnt euch bestimmt noch dran erinnern. Das sieht oben aus wirklich wie so ein Shirt, wie so ein normales T-Shirt und sehr, sehr locker und flatterig. Ein sehr weicher Stoff. Also weich im Sinne von so sehr dünn. Also ganz, ganz, ganz dünner Stoff, aber nicht durchsichtig. Aber trotzdem so ein. Ja, ganz weich einfach und hat hier eben unter der Brust die Möglichkeit, dass man es ein bisschen enger schnüren kann. Und es geht so, ja, wenn ich das so dran halte, ein bisschen über die Knöchel sozusagen. Und solche Kleider oder so ähnliche wollte ich jetzt halt ein paar Stück haben, damit ich die, ja, im Sommer, ich mag das sehr, sehr gerne, ich liebe Kleider im Sommer anzuziehen, da ist man einfach so good to go und gerade im Urlaub und ja, für uns geht es ja jetzt bald los, deswegen habe ich gedacht, das sieht mega aus. Genau. Dann habe ich hier Socken mitgenommen für den Lias, habe ich auch gesagt, die haben jeweils, achso, das Kleid hat 14 Euro gekostet. Dann habe ich hier die Socken, die haben jeweils 3 Euro gekostet. Einmal in so einem schwarz-weiß Muster, und, also was heißt Muster, das sind einfach nur so Streifen. Aber von den Farben her schwarz-weiß oder blau-weiß, hellblau, dunkelblau und hier noch grau. Ich denke, das passt dann halt eher zu allem. Und wie gesagt, seine ganzen Socken sind einfach mega zu klein. Dann habe ich mir eine Tasche mitgenommen, weil ich ja nicht genug habe, wie mein Freund es sieht. Und so eine, ja, diese ganzen. Bambustaschen, diese sind ja momentan wieder extrem im Trend. Und ich wollte mir eigentlich eine kleine holen, so zum Umhängen. Eine Umhängetasche in klein. Dann habe ich mir gedacht, so, das bringt nicht wirklich was, weil der passt super wenig rein. Und ich hatte auch tatsächlich keine gefunden, die mir so richtig gut gefallen hat. Also es gab auch eine bei Primark, die ist so rundlich. Die hat mir aber nicht so zugesagt. Also da hat wirklich nicht großartig viel reingepasst. Deswegen dachte ich, okay, ich nehme eine größere, die ich auch so im Urlaub anziehen kann oder auch wenn wir ins Schwimmbad gehen oder halt auch mal so. Jetzt, wo der Lias auch größer ist, kann ich auch mal angenehm ja, normale Taschen wieder anziehen. Ja, die hat mir sehr zugesagt, weil die hier oben eben dieses, ich weiß gar nicht, das ist kein richtiges Bambus, das ist irgendwie was anderes, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es hier oben das gleiche Material, nur einmal in weiß und dann eben in braun. Und dann finde ich halt hier diese ganzen Quasten richtig süß. Es sieht so, ich sag mal, Coachella-like aus. Auch wenn man jetzt hier so ein Kleid anhat und das drauf, finde ich, geht auch vollkommen klar mit weißen Sandaletten oder sowas noch. Dann hier mit den braunen Lederriemchen. Und was ich auch cool fand, ist, dass die nicht komplett offen ist, sondern dass man die noch verschließen kann mit einem Reißverschluss. Finde ich auch sehr, sehr cool. Und die hat auch noch, ja, also sehr viel Platz auf jeden Fall und eine kleine Seitentasche einfach. Aber ansonsten wirklich viel, viel Platz. Und die hat auch nur 10 Euro gekostet. Also ich finde es auch wirklich vom Preis her jetzt nicht teuer. Mal gucken, wie gut, wie stabil die ist. Aber ja, die kommt auf jeden Fall in den Urlaub mit. Die finde ich richtig, richtig nice. Die ist nicht zu groß, nicht zu klein. Die kommt vielleicht jetzt auch sehr, sehr groß rüber. Ist sie eigentlich gar nicht so extrem. Also das ist wirklich noch so eine Medium-Variante, würde ich mal sagen. Also die gefällt mir wirklich, richtig, richtig gut. Ja. Es gab noch mehr solcher Taschen in dieser Art, auch mit so Quasten. In komplett bunt und ja, also da ist, glaube ich, für jeden was dabei, wenn ihr sowas sucht. Auch bei Primark vorbei, weil da kriegt ihr es für wenig Geld. Dann habe ich tatsächlich sehr, sehr, sehr viel auch für den Lias mitgenommen. Ich habe hier aber auch noch einiges für mich dran. Also ich würde sagen, wir gehen mal schnell durch. Einmal habe ich eins, was heißt einmal? Ich habe mehrmals Zweier-Sets mitgenommen. Das erste Zweier-Set ist eine kurze Hose mit Mickey Mouse drauf und es ist so Jogging, aber sehr. Nicht so ein Joggingstoff, sondern eher so ein dünnerer Stoff. Also sehr, sehr angenehm. Gerade dann, wenn es heiß ist. Und das ist das passende Oberteil dazu. Auch richtig, richtig goldig. Mag ich sehr, sehr gerne. Und die haben im Zweier-Set gekostet 10 Euro. Diese Disney-Sachen sind meistens immer ein bisschen teurer. Ich habe jetzt noch mehrere solcher Zweier-Sets und die haben nur 5 Euro gekostet. Also da muss man halt mal schauen.
Dann habe ich ein T-Shirt mitgenommen. Dieses gleiche T-Shirt habe ich euch schon mal gezeigt, und zwar in der Größe 92. Aber wir brauchten jetzt eben aktuell für den Urlaub eben auch die 86. Deswegen habe ich es nochmal mitgenommen, weil ich es einfach so schön fand, für 3,50 Euro. Und passend dazu nochmal eine kurze Hose, und zwar diese hier. Die hat gekostet 7 Euro. Und die hat hier oben wirklich so einen schönen Gummibund, der nicht zu extrem ist. Und der Stoff dieser Hose ist so Leinen, also so Leinenstoff. Also ich denke mir, dass es sehr, sehr cool ist, gerade jetzt, ja, wenn es dann richtig heiß ist und man wirklich im Strandurlaub ist. Also sehr, sehr, sehr schöner Stoff. Und die beiden zusammen habe ich mir hingehalten und fand es im Kombi richtig goldig. So, schaut mal. Hört ihr den Lias? Lias ist am Lachen da draußen. So. Schaut mal, ist doch eine coole Kombi, oder? Und diese Schuhe, die von Deichmann sind in Blau, die passen dann auch super dazu. Also ich fand die Kombi richtig genial, weil die Palmen und die Hose haben komplett die identische Farbe. Deswegen ist es dann auch sozusagen ein Outfit. Dann war das hier auch in einem Set, und zwar auch wieder so eine Jogging in kurz. Ich habe darauf geachtet, dass ich diese Sets kaufe, dass die wenigstens nicht alles die gleiche Farbe haben. Also diese andere Hose ist ja jetzt so... zwar auch dunkelblau, aber ihr seht, es sieht aus wie so ein Jeansblau. Das hier ist jetzt so ein richtiges Dunkelblau. Und das T-Shirt dazu war das hier. Auch richtig, richtig goldig mit diesen Kakteen drauf. Und ihr seht schon, das Set zusammen hat 5 Euro gekostet. Also da kann man echt nichts sagen. Da habe ich nun noch ein Set gekauft. Diesmal mit einer grauen kurzen Hose. Auch richtig süß, und das sind halt, sieht aus wie so eine Jogginghose, aber die sind halt nicht so dieses richtig fette Jogging, sondern eher so angenehm zu tragen für den Sommer. Und das T-Shirt dazu, also wie gesagt, dieses Set auch für 5 Euro, ist das hier. Ich feiere es, ich finde es so, so süß. Die hatten noch so viele andere schöne Muster, wirklich, ob es jetzt von Disney war oder... ja, auch von vielen Zeichentricksachen, so mit Cars und was weiß ich, was da so alles gibt. Der Lias schaut ja so gar keinen Fernseher, also wirklich gar nichts. Der kennt diese ganzen Sachen halt eben noch gar nicht. Und deswegen fährt der momentan halt auch nicht auf irgendwas Spezielles ab. Deswegen gucke ich tatsächlich eher so noch nach meinem Geschmack. So. Dann habe ich in einem Dreier-Set T-Shirts mitgenommen. Dieses Dreier-Set haben wir auch schon. 92. Und dieses Set hat 11 Euro gekostet, weil es auch wieder aus der Disney-Kollektion ist. Also einmal dieses Shirt hier, dann das hier und das hier, All-Over-Print. Ja, richtig schön. Das finde ich auch richtig, richtig schön. Und ich finde trotzdem 11 Euro für drei T-Shirts kann man echt nicht sagen. Wenn man zu H&M geht, zahlt man halt so viel für eins, gell? Wir waren da vorher bei H&M und ich war auch kurz in der Kinderabteilung, wollte mal gucken, ja, ist irgendwie vielleicht gerade was reduziert oder so. Und da hat mir zum Beispiel so ein Polo-Hemdchen sehr gefallen, und es hat auch 9,95 gekostet für eins. Sehr gut. Das ist sehr teuer, das geht alles irgendwie, ja, aber es ist schon, wo ich mir denke, so, hey, komm, die Kinder ziehen das irgendwie 2 Monate an, danach kann man es ausmissen und direkt wieder kaufen. Ich denke mal, wenn das Alter gekommen ist, wo die Sachen vielleicht ein paar Monate länger halten, dann rentiert sich das auch noch mehr. Aber jetzt für diese ganze Anfangsphase, denke ich mir, ist Primark oder auch C&A vollkommen fein. Ich meine, er hat auch genug Sachen auch von Zara und H&M und so weiter, aber das hält sich in Grenzen. Die meisten Sachen sind tatsächlich von Primark oder eigentlich hauptsächlich, ich würde sagen, 80% seines Kleiderschrankes sind tatsächlich von Zara. Dann ist mir noch ein Set ins Auge gesprungen. Wo ist die Hose dazu? Und zwar, er hat ja jetzt schon einige Badehosen, habe ich euch ja die letzten Male gezeigt. Hier ist jetzt noch eine, einfach weil sie im Set mit dabei war. Aber mir ging es gar nicht um die Badehose, wobei ich die super cute finde. Sondern mir ging es darum, dass ich unbedingt ein Oberteil noch mitnehmen wollte für den Strandurlaub, was halt eben Lichtschutzfaktor hat. Und das hat Lichtschutzfaktor 50+ und hat 11 Euro gekostet. Also die Hose, dieses Shirt, das hat hier hinten dann eben so ein... Reißverschluss, wo man reinschlüpfen kann, und hat halt eben diesen Neopren-Stoff. Und das Ganze gab es noch in irgendeiner anderen Version, irgendeiner anderen Farbe. Ich weiß jetzt gerade gar nicht was, aber es war auf jeden Fall was Dunkles. Aber ich fand dieses Neongelb total cool. Und dazu kommt auch noch so eine Mütze. Haben wir auch schon
Wäre jetzt auch nicht so nötig gewesen, aber es gab nicht so ein Oberteil einzeln zu kaufen. Und ich dachte mir so, ach komm, wenn das jetzt alles so im Set ist, sieht ja eigentlich ganz süß aus, hat 11 Euro gekostet. Alles drei zusammen für 11 Euro finde ich dann auch wieder in Ordnung. Und das hat, wie gesagt, Lichtschutzfaktor 50 plus. Irgendwo war auch der Sticker gewesen, der ist jetzt aber, ach hier. Ja, Swimwear Protected Lichtschutzfaktor 50 plus. Genau, so, dann habe ich mir Unterwäsche geholt. Einfach mal ein paar. Auch extra solche Farben, wie man sehen kann, dass, wenn ich irgendwie ein Kleid an habe, was vielleicht ein bisschen durchsichtig ist, darf man. Man denkt sich nämlich immer, auch wenn ich was Durchsichtiges anhabe, ziehe ich einfach weiße Unterwäsche. Nein, dann sieht man es richtig, richtig durch. Kann man auch schwarz anziehen und deswegen immer irgendwie was rosa, dann hier so Hautfarben. Das ist ganz, ganz gut. Dann habe ich noch mal eine Sache. Jetzt ist die letzte Sache. Danach kommen nur noch Sachen für mich. So ein Dreier-Set mit Bodies mitgenommen. Einfach so total neutral, weiß, Babyblau und so ein mittleres Blau für 4,50 Euro. Und zwar Kurzarm. Ich hatte ja jetzt schon Kurzarm mitgenommen. Auch ein Dreier-Set von C&A das letzte Mal. Aber das sind ja jetzt nur drei Stück. Und ich denke mir, für den Sommer ein paar mehr können nicht schaden. Deswegen haben wir jetzt sechs Stück. Das ist in Ordnung. Und da hat er ja noch drei Stück, die auch so gar keine Ärmelchen haben. Das funktioniert. Dann habe ich mir hier so ein Haarband gekauft. Ich weiß auch nicht, ist momentan auch so total im Trend geworden, solche auch so Haarbänder oder Haarreifen anzuziehen, die aussehen wie Haarbänder. Oder solche Geschichten hier, so, ja, dass man halt wie so ein Gummi anzieht und dann hängen hier Dinge noch so, die, ja, dieses Band runter oder man macht es irgendwie zu einer Schleife. Hat 3 € gekostet, gab es in zahlreichen verschiedenen Farben, also wirklich alles Mögliche. Ich habe mich jetzt mal für so ein, ja, ihr seht ja die Farben, so ein bisschen neutraler entschieden, dass ich einfach zu mehreren Outfits kombinieren kann und erstmal schauen kann, ist es überhaupt mein Fall oder nicht. Genau. Dann habe ich mir ein relativ kurzes Oberteil mitgenommen. Ich habe mir gedacht, wenn ich zum Beispiel irgendwie eine High-Waist-Hose anhabe oder irgendwie ein schönes Tanktop-Kleid beispielsweise, dass ich dann sowas nochmal drüber anziehen kann. Finde ich nämlich sehr, sehr schön. Und zwar sieht das Ganze so. Moment, ich ziehe es einfach gerade mal an, dann könnt ihr es nämlich ein bisschen besser sehen. Also so sieht es im Prinzip aus. Ich muss das hier hinten noch irgendwo durchfädeln, dass ich dann sozusagen das hier einmal so rundherum schnüren kann. Aber ja, so sieht es etwa aus. Ich zeige euch das mal, wenn ich das dann richtig angezogen habe mit einem, ja, mit so einem Kleidchen, wie ich es mir halt vorstelle. Genau. Ja, mal gucken. Das sind jetzt auch so Sachen. Ich habe so manche Sachen mitgenommen, die ich auf dem Bügel gesehen habe, wie das hier zum Beispiel. Das muss ich natürlich erstmal anziehen. Kombinieren zu den jeweiligen Outfits und dann kann ich schauen, okay, taugt oder taugt nicht. Genauso wie das nächste, das ist genau der gleiche Grund. Und zwar dieses Oberteil. Auch wieder einfach, ja, man sieht es ja, Crop Top, entweder wenn ich irgendwie eine High-Waist-Hose anhabe oder wie gesagt, so. Hier ist gerade irgendwie so ein Punkt drauf. Ach, konnte ich schon wegkratzen. Okay. Ja, fand ich total süß. Ist aus so einem Leinenstoff. Seht ihr ja mit Punkten in der Mitte. Und ich fand diese Rüschen auch richtig, richtig süß. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Achso, ich habe euch die Preise gar nicht genannt. So, Moment. Also dieses Ding hat 13 Euro gekostet. Also das muss ich echt anprobieren und gucken, wie ich das schnüre, ob mir das wirklich taugt. Das hier hat 8 Euro gekostet. Dann habe ich mich noch für ein Kleid entschieden, ein rotes. Und das ist halt eins von diesen Kleidern, die ich eben gesucht hatte. Einfach so stinknormale, ja, wie so ein Tanktop-Kleid praktisch. Und das ist dann auch, ja, nicht super, super lang, geht ungefähr bis zu den Knien in einem knalligen Rot, fand ich richtig, richtig nice, deswegen musste das mit. Und ich habe mir noch mal eins von diesen Shorts hier mitgenommen, die habe ich euch das letzte Mal ja schon gezeigt. Die hatte ich euch in Orange und in Schwarz gezeigt und ich fand die in den anderen Farben auch so schön, in diesem Senfgelb hier zum Beispiel und es war das letzte Mal vergriffen und ja, deswegen habe ich die hier jetzt mitgenommen. Ich finde die wunderschön, die kosten 5 Euro, also kann man echt nichts sagen. Achso, das rote Kleid hat übrigens 8 Euro gekostet und das letzte Teil habe ich euch schon gezeigt, deswegen ich muss euch nicht mehr richtig zeigen, ich habe das einfach nur in der Größe getauscht. Das war dieses weiße lange Kleid mit den Spitzen eben, genau, das habe ich, da habe ich mich wirklich mit der Größe ein bisschen überschätzt, habe es größer genommen, weil ich dachte, es soll relativ locker sitzen und nicht zu eng. Aber es war dann wirklich auch obenrum viel zu locker. Deswegen habe ich es einfach nur umgetauscht. Das war's.
Schon. Ja, ihr Lieben. Das waren meine zwei Tüten vom heutigen Einkauf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, sagt's mir oder stellt's mir gerne in die Kommentare. Und wenn ich die Sachen die nächste Zeit anhabe, spätestens im Urlaub, werdet ihr dann eh sehen. Und ich würde sagen, für heute verabschiede ich mich, weil sonst passiert heute nicht mehr großartig was. Ich werde jetzt ein bisschen Wäsche machen, ein bisschen Haushalt machen und noch den restlichen Tag genießen und dann gleich mal in die Badewanne verschwinden und einfach mal so ein bisschen Me-Time genießen. Also, ihr Lieben, wir hören und sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.